Wir sind zurück in Luperon, zurück an unserem eigenen Boot. Es gibt einiges zu tun und wir sind froh, dass ihr dabei seid. Viel Spaß bei dieser Episode. Guten Morgen, ich bin hier gerade die Klampen am Entrosten und an sich ein paar Stellen am Wegschmirgeln. Es hat wieder gut gerostet. Was aber ganz mysteriös ist, ich habe die ja letztes Mal schon neu grundiert oder neu abgeflext, grundiert und lackiert. Heißt, es war jetzt nicht professionell genug, dass es gehalten hat. Aber es hat immer eine Seite gehalten und die andere nicht, meistens bei der Klampe. Und ich habe eigentlich immer beide Seiten gemacht. Ganz komisch, warum jetzt immer eine wegrostet und die andere noch voll gut aussieht. Ich kann euch das einmal hier zeigen. Die sieht noch voll gut aus. Die ist voll am Wegrosten. Kannst du bitte aufhören, mich die ganze Zeit jetzt zu filmen? Ich filme gar nicht die ganze Zeit. Doch. Leute, Leonie will nicht filmen, aber auch nicht gefilmt, werden. Hey, du hast mich gerade gefragt. Also haben wir hier ein ganz schön großes Problem, weil wir wollen euch ja diese Reise hier näher bringen. Und das ist ja auch unser Job. Also müssen wir jetzt leider uns arbeitslos melden. Es geht jetzt auf jeden Fall weiter. Jetzt geht's an die Bilgen. Die eine ist voll Wasser und die andere ist völlig verrostet. Und die mit Wasser nehmen wir jetzt in Angriff und will ich euch jetzt zeigen. Leonie, könntest du die Kamera in die Hand nehmen, damit du das filmen kannst, wie ich das da mache oder andersrum? Das hast du mich ja gerade schon mal gefragt und da habe ich ja schon gesagt, ja klar, kann ich machen. Dass du jetzt hier solche Lügen auftischst, finde ich wirklich unerhört. Ja, dann geht's jetzt los. Ja, schön. Dann gib her. Ich habe dir nur gesagt, dass ich nicht möchte, dass du mich die ganze Zeit so nah filmst. Das ist nicht nah, das ist ein Weitwinkel. So ist nah. Reinspaziert in die Grube, in meine kleine Mine. Erstmal hier ein bisschen freiräumen. Sieht man das? Scheiße. Bin mal gespannt, ob wir da gleich ein Loch im Boot finden werden. Nee, der Grund ist, ich glaube hier irgendwo, ah ja, hier sieht man es glaube ich so, hier ist ein Loch oben. Und da tropft es ganz langsam durch. Und normalerweise, wenn es richtig stark regnet, haben wir jemanden Eimer hingestellt, wenn es getropft hat. Und jetzt waren wir halt mehrere Monate nicht da. Aber manchmal ist das Loch auch zu und dann wieder offen. Aber wir müssen das ganze Tief runternehmen. Ja, das ist alles. Aber Gott sei Dank Süßwasser. Oder? Probier mal. Steht auch alles rum, ne? Kriegst du die Pimpernellen, ey. Nicht mehr viel, du schaffst das. Der dritte Eimer kommt jetzt. Go Tilo, go Tilo. Da steht monatelang Wasser drin. Du bist trotzdem noch weiß, ne? Und es ist hier nur so eine Schicht drauf und darunter ist noch der Lack. Also sieht gar nicht schlecht aus. Mal gucken, wie es ganz unten aussieht, in der tiefsten Stelle. Aber es könnte schlimmer sein. So, die Bilge ist leer. Während Leonie die jetzt mit dem Schwamm nochmal gründlich ausputzt und trocken macht, begebe ich mich an die zweite Bilge. Da ist so ein komischer Ölstreifen, woher der auch immer kommt, weil da ist der zu Ende und da ist der zu Ende. Keine Ahnung, wo der herkommt. Und die hier, ich weiß nicht, ob man sieht, aber war trocken und ist komplett rostig. Und hier, wie sieht es hier aus an der Front? So nicht so gut, wie wir dachten. Guck mal, man kann, hier sind voll die Blasen, ich habe die jetzt mal aufgemacht. Aber das ist nur ganz grob, die oberste Fläche, das ist kein Problem. Neu grundieren, das ist ganz wenig. Ich bin
So, dieses Teak, da ist so richtig moos und matschig. Wenn es feucht wird, dann entsteht hier so ein richtiger Schlick und deswegen muss ich das jetzt hier richtig mal wegschrubben. Wow, dann kommt da richtige Matsche raus. Es gibt viele Kleinigkeiten zu tun, die kein großes Problem darstellen. Ein paar größere Reparaturen stehen zwar auch an, aber es bleibt überschaubar. Es regnet oft und wir können schlecht draußen arbeiten, deshalb machen wir erstmal im Boot weiter. Währenddessen haben wir wie immer auch einiges am Laptop zu arbeiten, was mitten in dieser Baustelle gar nicht so leicht ist. Es ist manchmal schwierig, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Übersicht zu behalten. Schmirgeln, Flexen, Schrauben. Ananas. What happened to the Ananas? Was ist damit? Keine Ahnung. Leute, es nimmt kein Ende. Wir haben jetzt den vorderen Bereich, die Schränke ausgeräumt und wieder vernünftig eingeräumt, geputzt. Jetzt gerade sind wir an den Essensvorräten angelangt, die hier noch sind. Nee. Die sind so komisch, da ist überall sowas dran. Aber ich weiß nicht was, so wie als wenn da Öl ausgelaufen wäre, aber es ist nur unter den Dosen, als wenn. Wie soll das passiert sein? Als wenn eine Dose undicht geworden wäre, wo Öl drin ist. Zwischendrin kämpfen wir immer wieder mit unserem Dingi-Motor, denn wir müssen schließlich mehrmals am Tag an Land, um einzukaufen oder Ersatzteile fürs Boot zu besorgen. Oft paddeln wir rüber, weil unser Motor uns im Stich lässt. Wir essen jetzt was. Wir verhungern Mittagspause. Mal. Ja, wir müssen immer mal erstmal alles aufräumen, Kühlschrank putzen und Geschirr und alles, bevor wir da wirklich unser Proviant einrichten können und kochen können. Man muss sich das halt so vorstellen, dass wir ja quasi in dieser Baustelle leben und arbeiten. Das heißt, die Bilge, die so voll verrostet und eklig ist, und der Boden und alles, was wir neu machen, ist ja quasi auch unsere Küche. Das heißt, du hast nicht verschiedene Räume, wo du so, du machst schon mal die Küche fertig und dann kannst du schon mal kochen. Das geht halt nicht. Genau. Deswegen ab zur Mittagspause. Lunchtime. Die Tage ziehen quasi vorbei. Ein Tag ähnelt dem nächsten. Wir genießen trotz der ganzen Arbeit, dass wir zurück sind. All die Sonnenuntergänge, das Land, die Stimmung hier, das Klima und das Meer. Wir sind gerade aufgewacht davon, dass es so gewindet hat und angefangen hat zu regnen. Und dann ist mir eingefallen, Tilo hat gestern um da vorne, oh, was hast du echt gemacht? Tilo hat die Leinen vorne gelöst. Damit ich die Klampen entrosten kann. Ach, um die Klampen zu entrosten, stimmt. Und dann haben wir gestern Abend noch gesagt, da sollen wir das eigentlich nochmal wieder richtig festmachen. Und dann so, ah nee, ist ja eh voll windstill, brauchen wir nicht. Und jetzt ist hier voll windig, voll die Windböen. Genau an dem Tag, an dem wir in den naheliegenden Hafen fahren wollen, fängt es an zu stürmen. Es ist aber nur ein kurzer, starker Squall, der schnell vorüberzieht. Das blaue Boot hat keinen Anker mehr draußen, sondern steckt irgendwie im Schlamm. Und dann ist das Dingi geflippt von dem anderen, die helfen wollten. Und dann lag das mit dem Motor andersrum im Wasser. Und
es steckt jetzt irgendwie einfach da im Schlamm neben uns, keine Ahnung, falsch rum. Und hier in der Gruppe, hier gibt es so eine Gruppe von dieser Buchzinn-WhatsApp-Gruppe, da schreiben die ganze Zeit, welche Boote alle draggen und wovor man aufpassen soll, vor welchen Booten man aufpassen soll. Und auch das Boot von Papo, der hier immer alle Leute mit Wasser versorgt, der hat hier so ein Wasserreserveboot, wo er immer das ganze Wasser lagert und das Boot draggt auch. Voll schade. Hoffentlich passiert nichts mit seinem schönen Boot, das hat er sich bestimmt schön erarbeitet. Das sind so die morgendlichen Dinge, die hier passieren können. Man will ganz entspannt aufstehen und frühstücken, weil meist ist man hier in einem Sturm und überall draggen Boote. Und was sehr, sehr verrückt ist, dass unser Boot noch nie wirklich bedrohlich gedraggt ist. Und wir waren schon oft an Ankerplätzen, wo andere Boote dann weggedraggt sind und unseres gut gehalten hat, obwohl wir nicht diesen besten Anker haben, wovon immer alle sprechen und der angepriesen wird. Und bei uns wäre es natürlich auch umso gefährlicher und anstrengender, weil wir nur eine manuelle Ankerwinch haben. Da muss man sich ganz gut überlegen, wo man den droppt, wann man den rausholt, wie man den reinholt und so. Weil da kann es schnell gefährlich werden. Das eine blaue Boot hat probiert, jetzt schon fünfmal den Anker wieder reinzuschmeißen, hat nie gehalten und wieder rausgeholt. Das wäre bei uns natürlich gar nicht gegangen. Umso froher bin ich, dass ich jetzt hier steady stehe. Ich habe in die Gruppe geschrieben, weil die da die ganze Zeit schreiben, welche Boote driften und weil da Leute kommen und helfen. Dann habe ich geschrieben, the blue boat looks like its keel stuck, the anchor is still hanging up and it's facing the wrong way to the wind. I don't know if he needs help, our dinghy is broken, weil wir denen ja nicht helfen können, weil unser Dinghy kaputt ist. Keine Ahnung, ob die da jetzt cool sind mit der Situation. Dann hat jemand geschrieben, been watching too, they seem okay so far. Best thing for them is to be stuck right now, they've been drifting for at least 30 minutes. Also die Frau meint, das ist das Beste, was ihm passieren konnte, dass die da jetzt im Schlamm feststecken. Obwohl es hier richtig chaotisch noch hier unten drin ist, fühlt man sich jetzt hier richtig wohl, wenn oben der Sturm wütet und es richtig am Regnen ist. Da wird es hier unten gleich ganz gemütlich. Jetzt gibt es hier erstmal typisch auf dem Boot ein bisschen Haferschleim. Ich möchte nicht so viele Haferflocken. Ja, dann musst du dir das selber anrichten. Denkst du, gibt es extra Wünsche oder was? Ja, wir sind hier auf der Baustelle, auf dem Bau. Ich wollte nicht so viele. Wir wollen für die nächsten paar Tage an den Steg und deswegen muss ich jetzt den Motor einmal checken, ob der überhaupt angeht. Oh, Kühlwasser ist voll wenig irgendwie. Und dann das hier müssen wir auffüllen. Aber als allererstes machen wir erstmal einen Ölcheck. Ja, passt noch, kann aber auch mal was nachgefüllt werden. So, wir haben was ganz Edles von zu Hause mitgebracht. Tada! Alter, der sieht ja richtig deluxe aus. Ein neuer Luftfilter. Hoffentlich passt der jetzt auch. Passt der nicht? Das werden wir jetzt der sehen. Der war voll teuer. Der passt. Passt? Wir müssen den nur richtig festschrauben, glaube ich. Was brauchst du? Den Knarrenkasten? Und wer sich daran erinnern kann, wir hatten schon einen ganz schönen Struggle mit dem alten Luftfilter. In Suriname haben wir dieses Gitter hier komplett abgemacht und so einen Schaumstoff schon dran gemacht, weil eigentlich ist der ja mit Benzin, kann man den auswaschen, aber das hat gar nicht mehr funktioniert. Und wir hatten am Motor gar keine richtige Power mehr, weil der einfach keine Luft bekommen hat. Und dann sind wir teilweise komplett ohne gefahren, weil wir sonst nicht vorangekommen wären. Es waren noch Zeiten. Und jetzt einfach das edle Ding. So ein krasses Teil hier dran. Der passt einfach perfekt. Oh, jetzt kommt. Wird alles klappen? Wie viel hast du schon? Wie lange? 40 Sekunden? Ja, ich habe schnell gezählt. Reicht. Also, Belly, der springt an wie ein Kätzchen. Aber war er schon immer so schnell? Der holt sich gleich. Haben wir überhaupt Sprit drin? Guck mal schnell, wenn Sprit ist doch voll. Achso. Meinst du? Nö, weiß ich nicht. Meinst du? Es geht los, die erste Tour.
Okay, es geht los. Ich mache die letzte Leine ab und dann fahren wir ab ans Dock. Okay, geht mal ein bisschen rückwärts. Was? Rückwärts. Mach nochmal. Ja, hört sich nicht geil an, aber es werden die Muscheln sein. Können wir nicht anders. Sind wir ab, oder was? Ja, wir sind ab. Leonie wieder am Steuer. Es kommt hier so klein und süß vor das Steuer jetzt. Der Plan ist einmal kurz rausfahren aus der Bucht, damit Thilo besser tauchen kann, damit da eine bessere Sicht ist und er nicht in der Plörre schwimmen muss. Dann möchte er nochmal checken, ob der Mann das auch richtig gemacht hat mit dem Abschaben. Ob die Schraube gut ist und die Welle. Wir sind an unserem Zielort angekommen. Wir sind 5 Meter tief, Umkreis ungefähr 100 Meter. Heißt, wenn wir abtreiben, muss ich schnell weg, damit Leonie wieder Gas geben kann. Wir werden den Anker nicht droppen, weil wir das hier nur 5 bis 10 Minuten machen wollen. Wahrscheinlich, ich werde jetzt erstmal gucken, was da los ist. Bist du bereit? Hast du Flossen? Nee, ich mache ohne. Los? Okay, ich gehe rein. Die Kamera. Junge, 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 ist das hier knapp, ne? Hier sind überall so Sandbänke. Und jetzt müssen wir hier richtig knapp uns durchmanövrieren und da ist das Dock. 480, 490, ist alles gut. 61 steht hier. Ja, fahr näher daran. 140. Näher ran. Da ist ja noch ein Meter zwischen. 140 jetzt auf dem Tiefenmesser, das sind dann 240. Ich will stecken. Junge, fahr rückwärts. Nee, nee, nee. How deep is the water? Jetzt? Weiter rückwärts, rückwärts. Ja, I think you should go the other side. Ja, ja. Wir erzählen uns wieder, wir sollen ja irgendwo hinfahren, wo es gar nicht tief genug ist. Und dann ein bisschen rückwärts, aber noch nicht, warte noch. Was? Okay. La soga la tra. Ja. Reicht, reicht, reicht. Ist das hier lang? Scheiße, es muss ein bisschen höher, die Fender, ne? Passt das nicht? Wir können froh sein, dass wir so eine Reling haben. Wir sind erst stecken geblieben und dann mussten wir hier in eine ganz enge Lücke rein, wo hier nur ein kleines Boot reinpasst. Und vor uns ein schickes Boot. Teuer, wenn man in sowas reinfährt. Hinter uns auch ein schickes Boot. Aber haben wir gemeistert, ne? Haben wir gut gemacht. Es war, ist auch gar kein Wind und alles entspannt. Leute haben uns geholfen. Ja. Aber man ist halt doof. Wir wären hier, glaube ich, eigentlich am besten rückwärts reingefahren. Und irgendwie ist es mit dem Boot hier ein bisschen schwierig, rückwärts zu fahren. Aber geil, jetzt hier im Hafen. Hier gleich mal eine Pommes essen. Ja, Mann.
Für ein paar Tage sind wir mit unserem Boot jetzt am Steg eines winzigen Hafens. Hier können wir Wasser auffüllen und noch die letzten Arbeiten erledigen und auch unseren Großeinkauf direkt zum Boot tragen. In den nächsten Tagen brauchen wir nicht mehr durch die Gegend paddeln und wollen etwas schneller vorankommen, damit wir endlich wieder die Leinen losmachen können. Nächste Woche könnt ihr dann sehen, ob alles geklappt hat und wir in See stechen werden. Deswegen, nicht vergessen, abonniert den Kanal, lasst ein Like und ein Kommentar da, das würde uns und den Algorithmus sehr freuen. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüss!